Herzlich willkommen zurück zu Back to the Future, the Game. Ja, in der letzten Folge haben wir da drüben Jennifer getroffen. Wir können noch mal ganz kurz hingucken. Da. Und hey, die Jen. Liebe unseres Lebens, die jetzt in einen willenlosen... Woraus sind diese Fenster gemacht? In einem willenlosen Zombie plus... Bürger plus Zombie, so rum, verwandelt wird. Aber es gibt eine Möglichkeit, sie zu befreien, denn nur durch die wahre Liebe... etwas, was man wirklich liebt, also in dem Fall nicht Marty, sondern Rockmusik, kann man sie wiederholen. Jetzt hoffen wir, dass es diesmal funktioniert. Let's rock. Okay, Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich hoffe jedenfalls, dass es das noch tut. Martin? Jennifer? Du kannst nicht singen. Oh, Martin. Martin? Was machst du? Da! Ein Zombie weniger auf der Liste. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Da stimmt was nicht. Ja, genau wie hier. Niemand spielt mit meinem Verstand, kapiert? Niemand. Ich bin Jennifer Parker, Rock'n'Roller. Yeah. Jen? Oh, ja, richtig. Jen. Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Nicht gucken! Und in Kleinunterwäsche? Echt jetzt? Fertig. Wie sehe ich aus? Etwas zu klein für ein Mitglied der Sturmtruppen, aber es muss reichen. Los! Also, jetzt sind wir Sturmtruppler. Okay, hallo? Wie komme ich durch die Tür durch? Ich muss die Tür anklicken, damit ich durchkomme. Okay. Okay, du Teufelskerl, was jetzt? Jetzt befreien wir Bürger Brown, machen, dass wir hier wegkommen und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Mir egal, solange ich was zerschlagen kann. Ich habe eine Menge angestaute Aggressionen in mir, kapiert? Miss Parker. Was zur... Ich soll Sie zur Lobby begleiten. Ihr Vater wartet auf Sie. Er kann doch warten, oder? Ich hatte gehofft, dass dieser attraktive junge Mann mir ein wenig die Örtlichkeiten zeigen könnte. Ich muss leider darauf bestehen, Miss. Ganz ruhig, Jennifer. Ich habe alles unter Kontrolle. Wirklich? Wirklich. Okay, aber als erstes... Wofür war der? Für meine Rettung, Dummkopf. Gehen wir, Officer. Ich müsste Ihnen eigentlich einen Strafpunkt für einen AZÖ-Verstoß erteilen. Oh, leck mich. Was? Rock'n'Roll. Okay. So. Befreie Bürger Brown aus der Bürger Blues Prozedur. Aber erstmal holen wir uns was zu trinken. Limo. Nicht anfassen! Ich brauche das Koffein! Okay. Dann haben wir hier Tablett. Kann ich davon was haben? Ich habe ewig nichts gegessen. Nein, das gehört Tennen. Er darf nichts essen, solange er nicht seine Beruhigungspille genommen hat. Wir haben es vor einer Stunde versucht, aber er hat sie immer noch nicht geschluckt. Ich mach das. Ich kann sehr überzeugend sein. Nein. Okay, genug Hinweise. Beruhigungstablette, nein. Hier rein und dann ab ins gute Nachtland mit dir. Tür? Wow, die Tür ist wirklich fest verschlossen. Welchen kranken Freak sie da wohl eingesperrt haben. Tennen? Ich hätte es wissen müssen. Okay, haben wir hier noch was? Sprechanlage. Hi, Biff. Deine Sprechanlage scheint defekt zu sein. Sehr gut. Da wären eh nur Flüche und wirre Metaphern rausgekommen. Willst du raus? Langer, du willst dir raus? Die werden nicht passen.
Rate mal, wer da ist. Hey, Biff. Rate, wer dich bewacht. Kuckuck. Schluck deine Pille. Die Wache sagt, dass ich dir kein Essen geben soll, ehe du nicht deine Pille geschluckt hast. Keine Verbesserung, Bürgerin Edna. Soll ich die Behandlung wiederholen? Nun gut. Erhöhung des Gesamtstimulationslevels um den Faktor 1,21 Kilocals und das Ganze noch einmal. Du, ich habe eindeutig gesehen, wie er die Pille genommen hat. Hey, hab zu tun. Kann ich davon was haben? Ich habe ewig nichts gegessen. Nein, das gehört Tennen. Er darf nichts essen, solange er nicht seine Beruhigungspille genommen hat. Wir haben es vor einer Stunde versucht, aber er hat sie immer noch nicht geschluckt. Ich mach das. Ich kann sehr überzeugend sein. Nein. Die Pille ist runtergeflogen, aber ich komme ja nicht rein. Deshalb kann ich die auch nicht holen. Ah, ich habe die Zeitung. Ahahaha, Inventar. Zeitung. Können wir die durch die Spalt der Tür. Haha, alter Trick. So, und jetzt nochmal das Gleiche. Hi, Biff. Das habe ich mal bei den fünf Freunden gelesen. Schluck deine Pille. Los, Biff, schluck schon deine Pille. Kämpfe nicht dagegen an, Liebling. Hopp. Ah, Biffspucke. So, die hätten wir. Und jetzt kommt die Tablette hier rein. Hey, ist das da ein Zärtlichkeitsaustausch in der Öffentlichkeit? Was? Oh, das war wohl nur ein Schatten. Hör auf rumzualbern und geh zurück an die Arbeit. Ja, Sir. Was haben die Biff bloß verabreicht? Ein Pferdebetäubungsmittel? Hey, Wache! Wer? Ich? Ich meine, ich? Ja, selbstverständlich. Der Nichtsnutz von Techniker schläft mal wieder während der Arbeitszeit. Seien Sie doch bitte so freundlich und kümmern sich um die Bürger-Plus-Steuerung, ja? Ja, sicher. Okay, Doc, ich bin drin. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus, ohne dich in einen Zombie zu verwandeln? Okay, gucken wir erstmal. Steuerpult. Mann, wo ist der Ausschalter an diesem Teil? Hey, ein Equalizer. Zumindest denke ich, dass es einer ist. Okay, was haben wir? Optics, Volumen, was? Tactical, Gastromensory, Olfactory. Okay, da haben wir mal olfaktorischer Regler. Olfaktorisch? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Geräusche. Ah, nee, Geruch. Was zur... Scheint, als ob die Aromatanks wieder verstopft sind. Oh, danke. Das war mir entgangen. Los, machen Sie sich nützlich. Entschuldige die Verzögerung. Das würde schneller gehen, wenn du den Unsinn mit den Zeitmaschinen und dem Ändern der Vergangenheit lassen würdest. Du solltest dich auf die Zukunft konzentrieren. Es gibt keine Zukunft für uns. In ein paar Stunden wirst du das nicht mehr denken. Edna, du solltest die Folgen deiner Handlungen bedenken. Ich? Du bedrohst die öffentliche Ordnung von Hill Valley mit deinem verrückten Zeitmaschinengeplapper. Gut, dann schieben wir mal die gastrosensorischen Regler komplett hoch. Gastrosensorisch? Das war nicht so gut. Dann taktiler Regler. Taktil? Oh, wow, Entschuldigung.
Das war auch nicht das Richtige. Lautstärkeregler? Lautstärke. Endlich, das verstehe ich. Wir quälen ihn den Namen, Mann. Ah, da bewegt sich was. Okay, das hat ihn ein Stück bewegt. Vielleicht kann ich ihn direkt aus der Tür pusten. Wo ist Martin? Optikregler. Optik? Okay, vielleicht doch nicht. Okay, schieben wir das wieder zurück. Es klemmt. Und nochmal. Nein, bewegt sich kein Stück mehr. Ich schätze, die Lautsprecher werden ihn nicht weiterschubsen, bis ich ein richtig lautes Geräusch finde. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, ich würde ja meine Gitarre einstöpseln, aber... Wobei... Damit komm! Hier ist keine Buchse. Ach, verdammt! Steuerpult, Steuerpult... Okay, so kommen wir nicht rein. Aber hier haben wir eine Buchse. Mikrofon. Test, Test, Test. Was war das? Machen! Verhaften Sie diese Frau! Sie und da unten haben wir noch einen. Hören nicht auf dich, Emmett. Alle sind da. Hey, Doc. Es wird langsam Zeit zu gehen. Was war das? Was soll das werden? Ich hole meinen Freund hier raus, du Spinner. Das war okay, das war nicht ganz so dramatisch wie beabsichtigt. Jetzt nochmal. Euer Ehren. Was? Ich kann nichts verstehen! Eine Ursache. Ich auch nicht! Ich bin taub! Habt ihr was gesagt? Gott, das war etwas laut. Und jetzt zeigt die so mit dem Finger auf mich. Achtung, Bürger! Dies ist ein Alarm der Stufe Omega 1. Potenziell gewalttätige Dissidenten treiben im Rathaus ihr Unwesen. Bitte gehen Sie nach Hause, bis das Problem gelöst wurde. Guten Tag. Okay, jetzt, hallo, ich habe keinen Mauszeiger. Kommt irgendwas? Ah, was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Jetzt warten wir, bis die Wachen verschwinden und dann laufen wir zur Zeitmaschine. Hey, das ist meine Mom. Hey, sprich nicht mit ihr. Sie könnte uns verraten. Wo ist eigentlich der DeLorean überhaupt? Wo ist der DeLorean überhaupt? Ich habe das Wrack zu meinem geheimen Labor bei der Eastwood-Schlucht bringen lassen. Clayton-Schlucht? Wie Clara Clayton? Warum? Ist das von Bedeutung? Nun ja, Clara Clayton sollte mal ihre Frau werden. Also ja. Faszinierend. Sollten wir nicht helfen? Wenn wir es zurückreisen und die Geschichte verändern, wird das nicht passieren. Ja, wahrscheinlich. Was hat Edna mit Ihnen gemacht? Was zum Teufel hat Edna da hinten mit Ihnen gemacht? Sie hat versucht, meine Persönlichkeit völlig neu zu erschaffen und die Teile zu löschen, die ihr nicht gefallen. Hart. Yeah! Na gut, Dad.
Warum haben Sie Edna überhaupt geheiratet? Nichts für ungut, euer Ehren, aber warum haben Sie Edna überhaupt geheiratet? Sie ist irgendwie irre. Ja, jetzt! Aber damals, als wir uns kennenlernten, zügelte ihr unerbittliches Verständnis von richtig und falsch ihren Wahnsinn. Na, zumindest schien es damals so. Mom, Dad, nein! Keine Sorge, wenn wir die Zeit gerade repariert haben, wird nichts von dem geschehen sein. Ja, wahrscheinlich. Die Luft scheint rein zu sein. Kümmern wir uns um den DeLorean. Ich fürchte, das muss ich ohne dich tun, Martin. Was? Warum? Nun, so viel ich über Zeitreisen weiß, kann eine Art Zeitparadoxon entstehen. Und zwar, wenn wir nach 1931 zurückkehren und du mir bei der Reparatur der Zeitmaschine hilfst. Was soll ich denn machen? Einfach in dem irren Hill Valley rumhocken, bis sie die Zeitmaschine repariert haben? Exakt. Aber keine Sorge, wenn alles nach Plan verläuft, wirst du nicht einmal bemerken, dass ich weg war. Wissen Sie, für einen Moment klangen Sie genauso verwirrend wie der echte Doc. Siehst du? Wir machen schon Fortschritte. Bis bald, Martin. Viel Glück, euer Ehren. Und du solltest dich für ein paar Sekunden von der Straße fernhalten. Von der Straße fernhalten? Bürger Brown? Emmett? Okay. Warte auf Bürger Brown, um den DeLorean zu reparieren. Wir warten. Am besten warten wir, indem wir ein kleines Päuschen machen. Deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir bleiben so lange hier in der Mülltonne sitzen. Am besten macht's gut. Ciao, ciao.